Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Buchvorstellung Rezension von John Eversons Nightwear, die totale Unterwerfung. In Nightwear ist alles erlaubt. Alles. Der Club ist legendär, obwohl niemand weiß, wo er sich befindet, denn er hat keine Adresse. Über das, was dort passiert, erzählt man sich die grausigsten Geschichten. Mark erfüllt die sexuellen Wünsche seiner jungen Frau Ray, denn er möchte, dass sie glücklich ist. Erst sind es Fesselspiele in Swingerclubs, doch dann führt sie ihn ins Nightwear. Dort genießt Ray die blutigen Foltern, die unvorstellbaren Schmerzen, die schlimmsten Erniedrigungen. Als sie jedoch ins gefürchtete schwarze Zimmer will, kann ihr Mark das aus Angst um ihre Gesundheit nicht erlauben. Doch Ray lässt sich nicht mehr aufhalten, weil sie für den ultimativen Orgasmus längst mit ihrem Leben abgeschlossen hat. Ich möchte euch heute Nightwear von John Eversson, die totale Unterwerfung, vorstellen. Das Buch ist aus dem Fester Verlag und hat 400 Seiten. Es ist ein SM-Thriller, meiner Meinung nach aber mit Horrorelementen. Und kostet als E-Book 4,99 und als Broschüre 13,95. Hier geht es um Mark und Ray. Sie sind verheiratet und Ray hat gewisse Vorlieben. Ray steht auf SM-Spielchen, Fesselspielchen, Schmerzen. Mark kann ihr das nicht geben oder will es ihr nicht. Deswegen erlaubt er ihr, in 6 Clubs mit anderen Partnern zu schlafen und ihre sexuellen Wünsche sich dort zu holen. Allerdings ist das Ray nicht genug und sie hofft auf eine Einladung in diesen legendären Club, der sich Nightwear nennt. In diesen Club kommt man nur rein mit einer Einladung, einer persönlichen Einladung, die immer in einem roten Kuvert kommt. Eines Tages erhalten Ray und Mark so eine Einladung und Ray ist hin und weg und fährt mit Mark in diesen Club. Sie sehen sich dort um und für Ray beginnt eine Reise ihrer Erfüllungen, ihren innersten Wünsche. Mark ist da ganz anders, er ist eher der Voyeur, er sieht seiner Frau lieber zu, hat aber auch gerne auch mit anderen Frauen gelegentlich Sex. Der Wunsch nach Schmerzen kann er jedoch nicht teilen wie Ray und schaut sich das lieber eher aus der Ferne an. Mark lässt ihr ihre Freude, denn für Mark ist es nur wichtig, dass Ray immer wieder mit ihm nach Hause kommt. Als jedoch Mark eines Abends von der Arbeit nach Hause kommt, ist Ray nicht mehr da. Auf dem Boden findet er nur noch einen roten Umschlag, einen zerknüllten. Sie ist alleine ins Nightwear. Ab diesem Zeitpunkt beginnt für Mark der Weg durch die Hölle. Mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. John Eversson hat einen richtig tollen Schreibstil, einen sehr bildlichen Schreibstil, teilweise zu krass bildlich. Ja. Denn dieses Werk von ihm ist schon sehr blutig, schmerzreich, sexlastig, brutal, ja, so will ich es mal jetzt benennen. Ich empfehle dieses Buch auf keinen Fall jemanden, der unter 18 ist. Dieserjenige sollte dieses Buch definitiv nicht lesen, denn es sind, wie gesagt, schon ganz schön heftige Szenen, Szenen dabei. Wo einem dann ganz schön anders wird. Das Ganze hat von mir 4 Magiepunkte bekommen von 5. Diesen einen Magiepunkt hat es abgezogen, denn mir hat großteils Marks Gedankengänge überhaupt nicht gefallen, denn ich fand die teilweise zu überzogen. So sehr kann man keinen Menschen lieben, dass man sich selbst durch die Hölle jagt, wortwörtlich. Ich hätte persönlich schon längst gesagt, so, ey, no, nee, vergiss es, tschüss. Schön, dass wir uns gekannt haben. Ich hätte das definitiv nicht getan. Und es hat mich teilweise so aufgeregt, diese Gedanken
von Marc und ja, was er halt dann getan hat und sich so an Ray geklammert hat, dass ich am liebsten ab und zu reingelangt hätte, ihn geschüttelt hätte, geohrfeigt hätte und gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Das, oh, nee. Deswegen hat es von mir einen Punkt abgezogen gekriegt, weil ich das nicht verstanden habe und das würde auch kein Mensch tun, glaube ich. Nee, ich denke nicht. Mm-mm. Außer er ist, glaube ich, auf Drogen oder sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, die ganze Thematik in diesem Buch, dieses SM-Thriller-Elemente mit dem Touch-Horror, fand ich richtig klasse. Also ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Ich musste durchlesen. Oh, es war richtig, richtig toll zu lesen. Auch wenn der Schluss sehr, sehr freaky ist und eigentlich zum Anfang irgendwie gar nicht so recht gepasst hat. Also ich hätte mir vielleicht ein bisschen einen anderen Schluss gewünscht. Ich finde auch Ray sehr, sehr heftig unterwegs, dass man seinem eigenen Körper teilweise Dinge da antun kann, nur um gewisse Lust zu finden. Das fand ich schon sehr, sehr krass. Also dieses Buch hat mich schon teilweise sehr beeindruckt, dass jemand überhaupt, wie gesagt, so eine Gedanken hat, seinem Körper sowas anzutun, also sowas Extremes anzutun. Ich weiß gar nicht, was ich dazu teilweise sagen sollte, denn es war schon gelegentlich ganz schön, Ich empfehle jedem dieses Buch, der auf einen guten SM-Thriller mit Horrorelementen steht, der auch vor Blut nicht sich abwendet und auch gewisse Folter abhaben kann. Denn der ist bei diesem Buch definitiv richtig. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich. Schreibt mir doch Kommentare, falls es ihr schon gelesen habt oder falls es ihr vorhabt zu lesen. Für Fragen stehe ich natürlich auch offen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder bei mir reinschaut und wünsche euch bis dahin schöne Lesegrüße. Bis bald!